Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, ich stehe gerade innerlich ein wenig neben mir und schon kriege ich hier eine Aufgabe von Thomas. Oh ja, bitte. Good morning, Thomas. Not such a good morning at my farm. My well water's coming up full of mud and silt. Oh, is it broken? No, that means it's about to go dry. The drought has gone on too long. Well, you're welcome to use my well if you need to. Appreciate it, but that's not going to solve the problem long term. Yours will go dry soon too, I suspect. And while you're planning for this dry spell, might want to check in with everyone in town. This has been a scorcher of a summer. I will. Hey, thanks for giving me a heads up, Thomas. Okay, verdürrt und zugenäht. Thomas sagt, dass in Fairhaven eine Dürre herrscht. Hör dich in der Stadt um und bring in Erfahrung, ob es allen gut geht. Also ich verstehe das jetzt so, ich soll jetzt mit 8 Leuten reden. Ja, danke Thomas für die... Ach so, dann geht er gar nicht dahin, wo der das anzeigt, sondern geht ans drüber. Okay. Danke Thomas für die Information, das wollte ich eigentlich sagen. Das ist noch nicht dunkel. Ja, ich bin heute innerlich total neben mir. Also das heißt, sollte ich heute Morgen eventuell ein wenig komisch drauf sein, dann entschuldigt das bitte. Aber ich bin gerade sehr, sehr genervt von meinem PC. Der möchte nämlich nicht, dass ich das aufnehme, was ich aufnehmen möchte. Beziehungsweise es fing schon damit an, dass ich eigentlich eine Folge Teso aufnehmen muss, weil Teso gerade heute auch dran war. Und das Erste, was natürlich kam, ist eine Wartung auf dem Server. Gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Normalerweise ist die ja auch montags. Lange Zeit haben sie sich da nicht an ihre eigenen Pläne gehalten und haben die dann einfach gemacht, wann sie gerade Lust und Laune hatten. Dementsprechend habe ich jetzt heute natürlich auch nicht mehr so wirklich dran gedacht. Und ja, also damit fing es dann schon mal an. Aber gut, da habe ich mir gedacht, naja, es ist ja okay. Es ist mal wieder was Neues, dass sie sich an ihre Pläne halten. Aber es ist okay, wenn das so läuft. Was mache ich denn jetzt hier? Dann mache ich am besten Zuckerrohr, oder? Oder ich mache nochmal Hopfen. Ich mache nochmal Hopfen rein. Vielleicht brauchen wir irgendwann mal was für Bier oder irgend... Also, dass wir jemanden Bier machen müssen oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall, das hat dann schon nicht geklappt. Moment, Kitty hatte ich schon. Dann gehen wir direkt nach oben. Das hat dann schon nicht geklappt. Dementsprechend wollte ich dann eigentlich die letzten, ja, ich schätze mal, vielleicht 1, 2 Folgen, habe ich so ein Gefühl. Vielleicht dauert es auch noch länger, ich weiß es nicht, von The Last Campfire aufnehmen. Das hat dann auch nicht funktioniert, weil mein PC so überhaupt gar keine Lust darauf hatte und jedes Mal nur ein Standbild aufgenommen hat, sobald ich da auf Aufnahme geklickt habe. Ja, jetzt kann ich wirklich nur hoffen, dass das hier normal aufgenommen wird. Also ich habe den PC auch schon 3-mal neu gestartet eben. Nichts funktioniert. Es ist heute irgendwie nicht mein Tag des Aufnehmens, habe ich so das Gefühl. Oh, was steht der denn hier rum? Oh, der hat auch noch. Ach so, ja, ich muss ja mit ihm reden, ja. Hey, Otto. I didn't expect to see you out here. Wait, what are you picking? You usually ask me to cover this stuff. Oh, I was well, the weather was so nice today, and I... All right, fine, fine. I'm picking flowers for my dad. My mom's birthday is coming up, and... Dad hasn't been the same since she passed. The mountain pass was her favorite place, so I thought maybe Dad would like some blooms from up here. I thought you were embarrassed by your dad. You can't comment on that at this time. What I will say is that I admire his ability to express his emotions. I would rather not share my feelings like that. Because I'm the mayor, I mean. It wouldn't be professional. Mm-hmm. Besuch die Bar, genau. Hey, mayors have feelings too. Wouldn't it be better if they didn't, though? Well, I have enough for a small bouquet. I should be going. No time to waste. But first, here's a sentiment that feels appropriately mayoral to share.
I appreciate everything you've done for Fairhaven, Terra. Wow, Otto. You're welcome. He's already gone. Weg ist er. Ja, aber nein, ganz schnell hinterher. Wir wollen doch noch mit dem reden. Hallo? Bürgermeister? Boah, das ist nicht dein Ernst. Wir sind doch viel schneller als der. Jetzt ist der einfach weg. Ich glaub das nicht. Ich glaub das wirklich nicht. Da ist der einfach abgehauen. Also jetzt komplett abgehauen, dass wir ihn überhaupt nicht mehr hinterher können und gar nicht mehr mit ihm reden können. Dann müssen wir tatsächlich gleich nochmal extra zum Bürgermeisteramt gehen, damit wir dann da mit ihm über die Dürre quasi sprechen können. Eieiei. Den Fisch schnappen wir uns nochmal eben, dann gehen wir nochmal kurz nach oben den Rest machen. So, ist der einfach abgehauen. Ich glaube, echte Takt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wir jetzt hier eigentlich gesammelt hatten. Aber so viel war das jetzt, meine ich, nicht. Dementsprechend gucken wir jetzt hier rechts am besten noch mal kurz nach. Die Beeren sind auch noch nicht reif. Hier ist noch was. Okay, dann brauchen wir auch gar nicht nach oben zu gehen, weil mehr als drei, glaube ich, sind da normalerweise sowieso nicht drin. Von diesen Buddelhaufen, sag ich mal. Von diesen Erdhaufen. So. dann, wir haben Sonntag. Ja, ist ein bisschen früh, ne? Um da jetzt rüber zu gehen. Ich wollte übrigens schauen, ob ich nicht. Gehst du jetzt mal über den Zaun rüber? Ich wollte übrigens schauen, ob ich nicht eventuell in der Mine mal endlich weiterkomme. Deswegen, ich habe jetzt ganz viele Sachen wieder gesammelt, wodurch man wieder neue Energie bekommt. Entsprechend würde ich das gerne mal machen. Das würde ich dann aber offline machen. Ich würde euch dann nur wie immer hinzuschalten, wenn dann wieder irgendwas kommt, so nach dem Motto, ich habe einen Schlüssel bekommen oder so. Aber das, ich habe so das Gefühl, auf der Ebene ist es wirklich eklig pervers. Also pervers lange, das wollte ich damit sagen. Dass man da jetzt nicht so wie bei den anderen wirklich in schönem Tempo mal was macht, mal was, also mal was bekommt, mal was nicht bekommt, sondern da wirklich tagelang hinterstehen soll. Ja, ich hoffe nur, dann gibt es irgendwas Gutes auf der nächsten Etage. Also, Moment, den haben wir noch nicht. Beziehungsweise die, es ist ja ein Huhn, kein Hahn. Wobei bei der Optik kann man sich da auch nicht sicher sein. Die guckt genauso scheel. Okay, also die Hühner haben wir schon mal, sehr schön. Dann kommen wir zum großen Viech. Meiner kleinen Butterblume. Ja, du hast jeden Tag Milch für mich. Das finde ich auch ganz toll. Wir wollten ja eigentlich mal ein Schwein kaufen, ne? Wir müssten ja irgendwann, müssten wir mal dieses... Was war das für ein Fett? Irgend so ein Fett kriegen wir ja, wenn wir Schweine schlachten, glaube ich, hatte sie erzählt. Oder auch wenn wir das verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Was haben wir jetzt für einen Tag? Wir haben Sonntag, ne? Das heißt, der eine Typ ist mal wieder nicht am Arbeiten, glaube ich. Das heißt, wir können immer noch keine Tiere holen. So. Ihr habt jetzt beide keine Wolle. Sonntags ist der Ausruhetag, da habt ihr beide keine Wolle. Nein, natürlich nicht jede Woche. So, gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Das haben wir auch. Die Sache mit Thomas, ja, da sollen wir ja mit denen reden. Das machen wir. Wir gehen jetzt aber erstmal eben hier hin. Ich schau mal. Ich denke mal, arbeiten ist wahrscheinlich keiner an einem Sonntag. Obwohl, doch, die haben alle offen hier. Hi, Wesley. Hi. Is your farm doing okay? For now, but that won't last forever. I feel so guilty. I don't have any useful fey power, so I can't do much. If only werewolves could make it rain. It's okay, Wesley. Changing into a wolf and summoning storm clouds don't go together anyway. Aber wir haben doch einen Regenzauber. Haben wir nicht bei ihm sogar mal einen Regenzauber? Oder konnten wir einen kaufen? Ich bin mir nicht sicher. Sonntag? Windbeschwörung? Nee, er hat gar keinen Regenzauber. Hatten wir nicht einen? Das sind nur kleine Dinge. Ich dachte ernsthaft, wir haben... Haben wir... Im Moment, Wesley, warte mal eben. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal Pergament hier gekauft hatten. Sieht nicht so aus.
Ich kaufe mal 50 Pergament. Also nicht, damit ich den leveln kann, sondern falls wir das mal irgendwie brauchen. Weil er hat ja auch nicht immer geöffnet. Das ist ja auch noch das Problem. So. It surprises me when Amira stops by the apothecary. But I am glad to see her well. Bei dir ist auch nichts Neues, so, ne? So ein paar Tränke. Magie-Auffülltrank, belebender Trank, Rosenwasser, Schwebewasser. Schwebewasser haben wir immer noch nichts mitgemacht. Wahrsagetrank. Wahrsagetrank? Der sah doch ganz anders aus. In das Wahrsagerbecken, um Gegenstände oder Personen zu finden. Was? Wie, um Gegenstände oder Personen zu finden? Hm. Okay. Nicht, dass da mal irgendwann ein Kind verloren geht oder so. Oh, was mit dir? So, you are to learn how to walk a mile in a cat's paws, are you? Yes! Finally! I've been waiting for years! I don't usually say this, but patience. Don't forget respect for the creatures allowing you to use their corporeal forms. What? I thought we were going to learn how to transform into cat form. Don't be ridiculous. No one can do that. But we can politely ask animals if we can ride along in their bodies for a while. Exactly. Gray Malkin and Cleocatra here are experienced with ride-alongs. No. Oh, of course, of course. Tara, Violet, it's time for you to ask permission. Gray Malkin, you are the noblest of felines. I would be grateful to walk with you. Is this some sort of joke? A hazing ritual or something? Friends, please excuse the manners of our newest member. Her speciesism is brought on by ignorance rather than malice. Now, I can sense the thoughts of our fine friends with gills and feathers and fur. But what makes you unique, dear witches, is that you can share their consciousness. Tara? Cleocatra must know she can trust you. Oh, okay. Cleocatra, can I, walk with you? She said, of course. Now, take these shape-shifting incantations. You'll need to cast them on your chosen cat. Okay. Ist die Katze aus dem Haus? Wirke den Tiergestaltwanderzauber auf deinen Tiervertrauten. Das ist deine Katze. Ja, hätte ich jetzt nie für möglich gehalten. Okay. Holy ham sandwiches. It worked. I'm a cat. Not just any cat, but you're familiar. And she sees so much more than humans. Now off with you. Do your skulking. We need to head to the Consciousness Center. We've got to find out what's been happening there. Wait, you sound normal. That's wild. It raises so many questions, but we gotta scamper. There's no time to waste. Okay, Folge der Katzkolytin zum Zentrum. I know being a cat is bonkers, but come on, no dawdling. Ja, darf ich mich denn auch mal bewegen? Ah, oh, die Katze ist eh schon schneller. Und wenn wir dann auch noch diesen Verschnellungszauber da, diesen Schub haben, das ist ja mal richtig geil. Ich hoffe, die folgt mir dann auch. Zum Zentrum für Bewusstsein wollten wir, glaube ich. I know being a cat is bonkers, but come on, no dawdling. Darf ich mich denn vielleicht auch mal bewegen? Dankeschön. Wenn du da hinten rumkriechst und dich nicht bewegst, dann kann ich auch nichts dafür. Ich wollte aber eigentlich noch was verkaufen. Aber das ist geil. It's go time. We need to be totally silent. If they catch us in here, they might think we're just mousers keeping the center clean. Ew. But they're not gonna turn a blind eye if we start spouting the queen's frickin' English. Cat's got my tongue. Got it. Notebook, notebook. I wonder where it is. Such im Zentrum für Bewusstsein nach Camerons Notizbuch. Das wird ja aber geiler hier. Okay. Ah, here it is.
And the presence of malcontents seems to be on the rise in our fair town. It's they who spread the pagan beliefs we saw at the summer festival. Whatever they may call themselves, their purpose is clear: to sow chaos and keep you from your true potential. That's a lie! Who is that? Oops. Find them! Oh, a disembodied voice! It has to be witches! Oh, I mean, malcontents! Thomas Graham! Whew! Cleogatra is fast! That run barely took any effort. Glad you enjoyed it, because I think the incantation is about to wear off. Man, human senses are nothing compared to cat senses. Whew, I know, right? Thank you, Gray Malkin. You're the best, Cleogatra. Now, let's take a look at this journal. We have a heck of a report to make to the Coven at the next meeting, that's for sure. So, sprich mit der Hohepriesterin und erzähle ihr, was du im Zentrum für Bewusstsein erfahren hast. Aber nachts, nehme ich mal an, soll ich das machen, ne? Hi there, Violet. How's your garden doing? Sunflowers like sun, but not feeling like they're on the surface of the sun, you know? I've been recycling water as much as I can just to have enough water for my flower beds and timing Sebastian in the shower. I swear, his hair routine is even more complicated than mine, but I think I might be done for this season after I harvest my last batch. The bees need water more than the flowers do. Moment. Hä? Kann ich nochmal mit ihr reden? Vanessa seems kind of distant, but I know what's up with her now. She acts that way because she feels like she has to keep going. There are times when I've felt that. Okay. Ja, können wir denn hier noch irgendwas machen, wenn wir jetzt gerade schon mal hier sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist sowieso immer so eine Sache. Das sieht immer so... Okay, da können wir theoretisch auch tagsüber reingehen, habe ich gerade festgestellt. Also da was reintun. Das ist gut. Da ist meine Kitty. Die haben selber gesagt, dass sie Kitty heißt. Auch wenn sie jetzt Kleopatra oder sowas genannt haben. Ich weiß es nicht mehr. So, eigentlich wollte ich ja in die Mine gehen. Aber wenn da einfach mal sowas rumliegt, das können wir natürlich nicht einfach ignorieren. Ich werde jetzt auch tatsächlich versuchen, die ganzen Fische hier zu ignorieren. Schau nur mal eben, ist Shelby? Ja, Shelby ist hier. Muss ich mit dir? Doch, mit dir muss ich noch reden, ne? How are you doing in this drought, Shelby? Oh, I've got what I need. You should look after some of the other folks. Ja, wir haben direkt von Anfang an immer mit ihm gesprochen und trotzdem... haben wir die Herzen immer noch nicht hoch. Das irritiert mich total, weil das alles so unterschiedlich ist. Manche haben ein Herz und da kann man, weiß ich nicht, monatelang mit sprechen und es tut sich so rein gar nichts. Und manche haben dann 5 Herzen, dann ist das relativ schnell erledigt. Eine Alraune. Und ja, dann gibt es noch Shelby. Das wird wahrscheinlich nie was. Okay, wir haben jetzt Sonntag, das heißt, sie sind jetzt natürlich alle nicht am Arbeiten, aber ich schaue trotzdem mal nach. Unten, hier oben war alles geschlossen, soweit ich weiß. Da muss ich ja sowieso nicht mehr hin, aber ich kann hier runter. Schauen wir mal kurz. Moment, wir haben... Das muss ich abends mit der Hohepriesterin machen. Vielleicht kann ich es auch tagsüber machen, ich weiß es nicht. Und da müssen wir noch mit 7 Leuten sprechen. Okay. Natalia fainted in her forge yesterday. I'm not saying this to embarrass her. But she keeps forgetting to hydrate. This heat is dangerous, and it sneaks up on you. Drink water, okay? Ja, das sollte man generell, nicht nur, wenn es draußen Hitze ist. So. Hi, Lena. How are things going? Oh, busy, busy. We've ordered jugs of water from Milkwater. Everyone seems to need more than the town pipes can supply. So if you need some water, they should be coming off the ferry soon. Oh, and if you have any eggs to sell, that would be great. Marty's hardly got any lately. I can't wait until this dry spell is over. Have you ever seen a dry spell like this on the island before, Lena? A few years back we did, but that was the first time I can recall. Thomas even had to dig his well deeper. It's strange that it's happened again so soon. Hm, die haben aber nichts damit zu tun.
You gotta hit the Point Break off South Beach. The rocks make it a little gnarly on low tide, but at high tide, it's epic. So, bei dir hatte ich ja schon geguckt. Da haben wir, glaube ich, so weit gelevelt. Pilzleder, rotes Leder. Ach du Schande. Da ist auch nichts Neues drin. Ich meine, hier. Pilzleder, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt brauche. Safran. Das Problem ist, ich will jetzt nicht alles kaufen, was ich vielleicht mal gebrauchen könnte. I hope Mommy remembers to bring Peppermint home from the store. She said it's a natural way to keep spiders away. And I want them far away. Spiders give me the heebie-jeebies. Na, wir sind jetzt Freunde. Und ich brauchte nur ein Herz. Sehr schön. Get your ice cold lemonade. Yes, I'm rich. Ja, und ich brauche ganz viel davon, weil ich möchte ja noch in der Mine arbeiten heute. Hi, Damon. Gosh, you must be the one person whose business is doing well in the drought. Well, the problem with being the local watering hole is you have to have water to make beer. I've been bringing jugs of water over the ferry, but the prices keep going up. My taps may be running dry soon. I'm not sure I have the heart to tell Bruno. Okay. I'm not complaining. The extra business I'm getting from this heat spell is great, but I'll run out of ice soon if it doesn't rain. Tja. Emmy and Finn used to be such tiny babies, but they're almost taller than me now. Kim. It shouldn't be possible to have a drought on an island. An island. Surrounded by water. Ja, das ist irgendwie wirklich ein bisschen seltsam. Gerade wenn hier ein Brunnen ist, dürfte das doch eigentlich nicht sein. Mom says, if this drought goes on much longer, we'll have to close our stand. Since everyone needs the water, just for, like, water. Na, wir sind auch befreundet. Sehr schön. Okay, hier können wir noch was machen. Mit ihm haben wir schon gesprochen. Hallo? Ich habe dich gerade angeklickt. Kannst du auch mal mit mir reden? Sophia, how are you and Juliet doing with the water shortage? Oh, we're managing. I hate having to charge customers for water, but I must admit, we waste less of it. Okay, dann würde ich sagen, verkaufen wir noch mal eben die Fischstäbchen, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. So. Dann die meisten werden jetzt wahrscheinlich wieder hier in dem Ding sein, in dem Kabuff hier. I heard a very good question from one of our members recently. They asked, Messenger, I climb and I climb until there are blisters on my feet. Why can't I reach the pinnacle? And I told them, why, it is only when the blisters are on your mind instead of your feet will you truly arrive. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich sitze hier. Mit ihm muss ich nicht mehr sprechen. Hallo, kannst du mal... Och, Mädel, ganz ehrlich. Thank you for taking a chance on the grief support group. That kind of thing isn't easy for a lot of people. Hi, Natalia. Oh, there. Looks like it's gonna be another scorcher today, huh? And, that brings me to a bit of bad news. My water pressure's been too low to keep my slack tub cold enough to set my pieces when I'm done work and I'm in my forge. Of course, I can still melt your ore into ingots as you need. Okay. Thanks for letting me know. No worries. Hopefully this hot spell will pass soon. Ja, ja, bei ihr sind wir ja schon voll. Achso, bei ihm sind wir jetzt auch voll, ne? Aber mit ihm hello, constituent! Faring well in the heat? I feel like a melted candle. Yes, well, we all must sacrifice to get through this drought together. Oh? What are you sacrificing? Well, you know... things. I must go. Important town business awaits. Mhm. Mit dem müssen wir, glaube ich, noch sprechen heute.
Messenger Connor is a really humble guy, and he gave me a 2-for-1 package on seminars. I'll be reaching the pinnacle in no time. So, und noch mit dir. Hi, Cameron. This is your first Fairhaven summer too, right? Sure is. Come by the Consciousness Center anytime you need a break from the heat. We just installed new air conditioning. Not that air conditioning is a reason to go to a seminar, but it's not a reason, am I right? I worry when the center's been empty too many days in a row. Perhaps I'll send some pamphlets over to Milkwater and see if anyone there's interested in joining us. Ja, die beiden stehen jetzt draußen, aber wir haben wieder Sonntag, wir können wieder die Blumen auffüllen, ne? Genau, dann nehmen wir die Mondblumen. When I found out Lena was High Priestess, I wasn't really surprised. Some part of me always knew. But did she know the truth about me? Even when we were kids? Endlich haben wir noch mal wieder etwas Neues hier drin. Sehr schön. Ich freue mich immer darüber, wenn neue Texte kommen. Ja, ich denke, wir haben so ziemlich mit jedem gesprochen. Ich glaube, hier den großen Jungen hat man noch nicht gefunden, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich würde sagen, dass ich jetzt offline noch so ein bisschen in der Mine herummache und ja, hoffe inständig, dass wir dann vielleicht doch mal einen Schlüssel bekommen. Habe ich jetzt eigentlich heute Morgen schon geguckt, fällt mir gerade ein. Doch, hatte ich, ne? Und da war kein Unkraut dabei. Das ist natürlich richtig, richtig mies. Aber wir gucken jetzt nochmal eben. Ja, das Unkraut ist nämlich durch. Ich habe nur halt nichts mehr zum Reintun, ne? Ja. Oh, das ist so ätzend. Das heißt, wir haben jetzt 31, 32 haben wir jetzt erst. Oh, nichts Neues in Sicht. Ja, also so langsam aber sicher stockt es gewaltig. Gerade speziell wegen dem blöden Unkraut. Wir sehen uns entweder gleich in der Mine wieder, wenn ich hier was gefunden habe. Also sprich einen Schlüssel oder irgendwas. Oder ansonsten müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich gehe heute Abend auch nochmal zum Zirkel, weil da sollte ich ja auch nochmal mit ihr sprechen, ne? Ich muss auch noch... Ach so, ich muss auch noch mit zwei... Muss ich doch nachgucken. Also ich schaue mal, ob ich die Leute noch finden kann. Das sind 2000. Und wir müssen natürlich heute Nacht nochmal zur Hohepriesterin rein. Ja. Ich sag mal, bis gleich. Hey, this looks like a key to the next level. Yes, endlich. Dann gehen wir direkt mal zur nächsten Ebene rüber. Wenn ich da nochmal hinkomme. Also ihr seht, ich habe sehr, sehr viel hier abbauen müssen. So sieht das Ganze hier aus. Ich bin echt mal gespannt, ob es da noch irgendetwas Zusätzliches gibt, was wir jetzt so noch nicht haben. Auf jeden Fall gibt es hier viele lose Steine. Also sehen kann man anscheinend auf Anhieb jetzt nichts. Och, jetzt hänge ich hier auch noch. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir eventuell Gold oder sowas bekommen. Ich weiß auch nicht, ob man Gold hier draus bekommen könnte oder ob man das eventuell aus den Erzvorkommen bekommen könnte. Schalt euch aber direkt wieder hinzu, wenn ich irgendwas in der Richtung finden sollte. Hey, this looks like a key to the next level. Yes. Sehr schön. Dann schauen wir doch auch da nochmal eben nach. Also wie ihr auch sehen könnt, haben wir jetzt hier auch wieder eine ganze Weile gearbeitet. Ich habe auch leider nichts mehr im Petto. Ich kann also nicht mehr... Achso, komme ich doch drumherum. Ich kann also nichts mehr aufladen. Ja, das sieht wieder so aus, als ob nichts Neues dabei ist. Es sei denn natürlich, dass man irgendwas Neues aus den vorhandenen Vorkommen rauskriegen kann. Also, dass man das von außen nicht so sieht. Aber, ja, ich denke mal eher nicht. Hier geht es noch weiter. Hier sind auch wieder Pilze, also Sheetake-Pilze.
Da hinten ist die Tür. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was ich finde. So, wir sind jetzt endlich angekommen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist Violet gerade mit einem Besen hierher gekommen. Ich bin mir nicht sicher. I know the Farseer's whole thing is to speak in riddles. Sometimes I wish I could just get one straight answer out of the guy. Tja. Grandma said we should come out of hiding. Maybe she was right. They're not ready for that. And we're not either. The time will come. Sagte der Wahrsager. Terra, Violet, was your mission successful? Was it ever? Once Ariel taught us how to transmogrify, we practically waltzed into the center. Dragging that journal away in cat form wasn't easy, but we managed it. He started a heading for a list here, possible malcontents. No names on it yet, though. That confirms my suspicions. This isn't just idle talk. Thank you, you two. You were excellent. What can I say? We make formidable spies. And you've performed admirably in your shape-shifting abilities. You may now shapeshift responsibly into a cat familiar after creating shape-shifting incantations of your own. In cat form, you'll be able to utilize their swift reflexes to catch fish and other useful items. Also, while the cat is in control, your body can be resting, so it allows for more hours in the day. Well done, both of you. Man hat mehr Stunden am Tag. Okay, das hört sich auf jeden Fall gut an. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhalte ich die Zauberformel Tiergestalt Wandel Zauber. Ja, das ist schon mal cool. Ich denke mal, hier werden wir wahrscheinlich nichts machen können, bis wir irgendwann mal eine Quest dafür haben. My familiar started clawing at our back door and then prancing over to the couch like it's his. Sebastian's like, why is this cat so chill with you? And I'm like, who knows? Cats, dude. What about you, Adept? Is your familiar around here somewhere? Of course. She's a red fox that Ariel rescued from a trap a few years ago. She's a little skittish, but I adore her. Oh, das ist süß. Ja, da müssten wir auf jeden Fall am nächsten Tag gucken, dass wir noch die letzten zwei Leute finden. Also ich habe eben offline noch mal ein bisschen geguckt, habe dann aber keine mehr gefunden. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall noch mal 16 von dem Gras, keine Ahnung, was wir da mal reintun. Also von diesem Zeug, was wir da immer einsammeln. Damit wir dann nochmal 8 Stück davon herstellen können, damit wir endlich das Teil bauen lassen können. Weil wenn ich da endlich so weit bin, dass ich das bauen lassen kann, dann kann ich auch endlich damit anfangen, Honig und so weiter mehr auszubauen. Habe ich mich jetzt gerade erschreckt. Ja, aber bisher bleibt mir jetzt erstmal, obwohl, Moment, ich wollte nochmal kurz gucken. Ich will die Folge nicht zu lang machen, aber ich wollte mal kurz gucken, was man dafür braucht. Ah, dafür braucht man die Muscheln und die Katzenhaare. Okay. Dann machen wir doch mal einmal Tinte. Und stellen einfach mal so einen her, oder? Du wirst bei Sonnenaufgang zu deiner normalen Gestalt zurückkehren. Ach so, das kann man nachts quasi dann machen. Aber ich will auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dass wir es machen können. Also lassen wir das jetzt erstmal so. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Bettchen und ich sag mal, bis zum nächsten Tag. Ciao! Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.